Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 5. Hallo zusammen. Boah, wir sind So. wieder da. Ja, wir sind immer noch hier. Ist noch nicht weg. Noch nicht ganz. Ja. Ja, er schleift mal. Neue Stadt, nicht so wirklich. Wir haben immer noch mit Rebellen zu kämpfen. Sind immer noch alle da. Also einer flüchtet, vielleicht geht er ja zum Nachbarn oder so. Du hast da Hoffnung, ne? Deutschland. Sie wollen ja Freiheit, sie können nach Deutschland. Verbreite du mal. Babylon ist noch nicht, hat noch nicht unsere Religion. Nein, haben sie nicht. Sie Wie wehren sich. frech! Sie Aber dann wehren musst du sich. Inquisitoren Da reinbrezeln. kommt auch schon der Inquisitor. Ah, stark. Und der geht mal nach Serpula. Ja, der Punkt Serpula, ist, warte mal, weil. du kannst ja, du musst ja zuerst Inquisitor reinschicken, bevor du. Ja, aber schau, hier haben wir schon unsere Religion. Unsere Religion existiert hier. Ja. Mit drei Anhängern. Hier existiert sie noch gar nicht. Ja, aber du hast auch Warum? niemanden, den du bekehren kannst. Die zwei Bevölkerung, die sie Ja, haben, richtig, aber sind. hier ist der Inquisitor ja schon. Ah, der ist unterwegs. Jetzt, Ja, okay, ja, alles ja. klar, alles klar. Ist gut. Alles wohl durchdacht. Ich habe Im Moment, kapiert. gerade. Habe alles kapiert, tut mir leid. Ah, schon gut, schon gut. Wir verzeihen dir. Ich habe den nicht gesehen. Ja, die rapen jetzt ein bisschen unsere Gegend. Ja, das ist nicht schön. Aber solange sie keine Städte angreifen, hält sie, will sie. Kann sie haben. Gut, ganz ehrlich, ich glaube, sie können sogar die größeren Städte versuchen anzugreifen. Das wird sie ziemlich schnell aufreiben, nicht? Wahrscheinlich würde das die Rebellion schneller beenden. Richtig. Also, ich glaube, sie machen unsere Handelsweige kaputt. Das am ehesten. Das gefällt mir nicht, aber okay. Aber wir haben wieder mehr Gold, unsere Wirtschaft erholt sich, das ist schon mal sehr gut. Und es gibt eine neue Kultur, Demnächst. Einheit, Technologie, wie auch immer man das nennt. Sehr gut, ja, greift die Stadt von See aus an. Bitte macht das, das finde ich toll. Ernsthaft? Er soll das machen, das ist gut. So. Ja, Zuschauer, jetzt hättet ihr gerne eine Facecam bei mir. So, das Der ist toll. Blick, als ich gesehen habe, dass da ein Schiff kam. Fluchend. So, wollen wir scouten oder wollen wir bekehren? Was, wie wo? Mit unserem großen Propheten. Ja, Es wahrscheinlich kommt. scouten schon eher. Ja, wahrscheinlich ist gerade. Das Ich lohnt sich warte noch, jetzt bis gar der nicht. Missionar hier oben ist. Das lohnt sich nicht. Es wird jetzt wirklich nur mehr Spaß, das zu machen. Ich weiß nicht, gibt es ihm einen Malus für sowas? Warte kurz, ich überlege mir gerade. Ein Malus für das? Für was? Ah, Beliebtheitsmalus. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Okay. Das ist die Frage. Wir können ihn hier angreifen. Dann bekommen wir die Erfahrungspunkte. Auf Von der dem. anderen Seite werden wir dann auch angegriffen. Das ist die Frage, überlebt er das? Aber ich glaube, das wird er schon überleben. Ja. Das ist ja entscheidend, dass sie für uns. Und die Stadt kann dann noch irgendjemand anderem eins Ich reinbrezeln. denke, wir machen das. Für die Erfahrungspunkte. Weil in der Stadt wird er ja. Ah! Oh. Ja, in der nächsten Runde soll ich wieder zurückziehen. Das geht schon. Ah, das habe ich jetzt irgendwie nicht bedacht. Es gibt keine Möglichkeit, einfach nur anzugreifen und nicht reinzulaufen, ne? Eben nicht. Darum Also. habe ich mir jetzt überlegt, soll ich es machen oder nicht, aber ich glaube, das ist schon okay. Ist schon okay. Hotel? Ui. Ja, Krankenhäuser. Naja, Bevölkerung. ist okay. Ich habe einfach gerade. Ah, das haben wir wahrscheinlich neu gekriegt, kürzlich. Deswegen habe ich es noch nie gesehen. Kann sein. Ah, das Hotel, was das macht, möchtest du vielleicht wissen. Oh, das habe ich Es schon erhöht gesehen. die Das Tourismusproduktion. und Kultur. Ja. Das ist eben, Genau. wie gesagt, also Kultur und Tourismus, wenn wir auf längere Sicht das auch ein bisschen pushen, wenn wir mal wieder Zeit haben, wäre nicht schlecht, dann würden wir eigentlich weniger Unruhe kriegen und die anderen, die nicht Ordnung haben, haben dann irgendwann mal ein Problem, wenn uns Ist die gut, überbieten. dann machen wir das nachher. Ist gut. Das ist das nächste Ziel. Aber es eilt nicht. Ich glaube, zuerst mal wirklich Zufriedenheit pushen und
Ja, das Problem ist jetzt dann gelöst. Also sobald du Kurigalzu nicht mehr im Widerstand ist, ist das Problem. Okay. Wie viel kostet nochmal das Gerichtsgebäude? Da gebe ich jetzt extra kein Geld aus, dass wir das gleich kaufen können. Dann ist das Genau, Schlimmste dann ist vorüber. das. Und vielleicht können wir das Problem auch jetzt schon etwas beheben. Wir können uns nämlich eine Sozialpolitik leisten. Ist hier denn irgendwas Besonderes drin, was uns jetzt... Tourismus für Zivilisationen, die weniger Zufriedenheit haben. Ja, kostenlose Gerichtsgebäude brauchen wir nicht. Nein, nein, das erste fand ich lustig. Ja, das ist Aber lustig. das lohnt sich demnächst nicht mehr. Nein. Durch jedes nationale Wunder, wir haben eben gar nicht so viele nationale Wunder. Das hier vielleicht Volksheld, aber was haben wir denn sonst so? Patriotischer Krieg, ja, zwar, vielleicht auch, wollten wir nicht Rationalismus, glaube ich, sogar pushen das letzte Mal, weil es fast nichts mehr Anständiges gibt zum. Ich weiß eben nicht, was hier bei Stufe 2 ist. Vielleicht ist hier noch irgendwas total super Tolles. Ja. Aber Rationalismus wollten wir pushen. Ja, stimmt, wollten wir ja. Oder? Wegen. Erhöht die Wissenschaft um 10%, solange das Reich glücklich ist. Tja. Das kriegen wir auch demnächst, keine Angst. Ah, das ist gar nicht schlecht, stimmt. Plus 17% von Universitäten und plus Oh. 1 pro Wissen Handelsposten. Ja, das ist gut. Das nehmen wir doch. Passt. Ja, das hat es gerade 100 dazu gegeben. Das ist gut. Jetzt zeigen wir uns am Spion. 3 Runden. Dann ist er drin. Gut. Überwachung einrichten. Dann hat der Kollegen. Lass mich mal kurz. Ah, weißt du was? Ich klicke auf nächste Runde. Dann muss ich wahrscheinlich noch ein paar Soldaten befehligen. Oder? Ah, Oh. genau. Achso, nein, das ist schon okay. Ich hatte gerade hätte nur einen Schritt gemacht und dann gleich wieder aufgegeben. Dann, Ah. Gut, Du so ein siehst meine bisschen Überlegung. als Puffer, ja, für den Angeschlagenen. Ich glaube ja, weil den kriegen sie nicht dann, behaupte ich mal. So, okay, dann jetzt nächste Runde. Und wenn wir das machen, klicken wir mal hier auf Demografie. Tja, Sie haben immer noch Alphabetisierung doppelt so viel. Korea. Aber nicht viel besser Aber als wir, eben, schauen wir. nur ein bisschen besser. Nur ein bisschen besser, ja. Das finde ich gut. Ja. Okay. Oh. Ey. Toll. Alter Stromleitung. 42, okay, ja gut, das ist ja logisch. Ja, das kriegen wir demnächst. Oh ja, eine Was? größere Armee, aber das ist uns völlig egal. Deutschland hat weniger Zustimmung als wir. Wow, Wow. da muss Chaos herrschen, hoch 10. Sonst sind wir, also, wir sind stark, wir sind ein starkes Land, das Jetzt einfach definitiv. lustig, dass Korea einfach doppelt so viel Bevölkerung hat wie wir. Wie? Ja, wie? Und vor allem, sie haben doppelt so viel Bevölkerung wie wir. Aber trotzdem sind sie wirtschaftlich. Warte kurz. Ah, gut, das Komplett passiert ja. Warte nirgends, kurz. ja. Ist Kampf ja wirtschaftlich schlechter als wir. Also. Fragt man sich dann schon. 4? Wir haben es jetzt dann gleich. Jetzt haben wir es dann. Gut, So, glaub so. sie sollten eigentlich relativ wenig große Städte haben. Ich weiß nicht, wenn wir viele Städte haben, die was produzieren, summiert sich dann wahrscheinlich doch mehr auf, oder? Ich weiß es Weil nicht. so von der Karte her, sie können nicht so viel Gebiet haben. Ja, stimmt, das können sie wirklich nicht. Da unten ist ja noch Schweden. Ja. Und oben auch. Ah, mal schauen, was ist denn da oben? Vielleicht haben sie noch Japan, aber. So, in der nächsten Runde, hä? Gut, dann entferne mal die Ketzerei. Stark. Sehr gut. Und dann waren alle plötzlich gut. Wir prüfen kurz. Ich glaube, das müsste gehen. Wir schwächen mit dem. Patz. Greifen mit dem an. Stark. Dann ziehen Broker wir Krieg ist dich auch schon fast beendet. He? zurück. Ja, genau. Und Erfahrungspunkte für uns. Sehr gut. schaffen es die noch, denn da oben wegzuprügeln? Wahrscheinlich nicht mehr. Denn da. Ja.
Knapp nicht mehr, schade. Nicht ganz, nein. Das hier unten ist, das ist nur noch Weltkriegsinfanterie. Ja. Und das läuft nach Addis Abeba, das ist auch doof. Ja, das ist auch doof. Schiffchen ist auch schon doof. Ah, Schiffchen haben wir schon früher gekillt. So, das sieht doch sehr gut aus. Na also, zwei Unzufriedenheit. Komm jetzt, wir haben gewinnt. Ja, wir haben es. Wir haben es im Griff. Wir haben es wirklich im Griff. Sehr gut. Oh. Was? Hast du Dings schon gekauft? Was? Gerichtsgebäude? Ja. Nein, ja, in Durgurigalzo. Habe ich, hab ich gemacht. Ah, du hast es gemacht. Habe ich gemacht. Ja. Gut, wunderbar. Habe ich als erstes gemacht. Okay. Gut, und wir haben gesagt, wir pushen dann die Kultur wieder etwas, ha? Mhm. Das finde ich sehr gut eigentlich. Also ich weiß nicht, wie schnell wir es wieder aufholen, aber es rechnet sich quasi... Über die Kultur. Genau. Der Druck unserer Ideologie auf die anderen, beziehungsweise der Druck anderer auf unsere Ideologie, über angesammelte Kultur plus angesammelter Tourismus. Okay. Bäh, so. Dann müssen wir da eigentlich etwas rausholen können. Wir sind eine große Nation. Ja gut, aber es dauert, ne? Hm. Sie haben natürlich jetzt über längere Zeit mehr angesammelt, möglicherweise. Ah, es ist wirklich total ja, angesammelt. Ja. Okay. Bin ich dann am Ende auf die Statistik gespannt. Ja. Zahlen, juhu. Ja. Und ein kleines Replay in Anführungszeichen. Okay. Jetzt bin ich auch gespannt. Nicht. Erwarte nicht zu viel, okay? Mhm. Greif die Stadt an. Ja, gut. mach das. Ah, dann stirbt er schneller, das ist gut. Ja, dann heilt er sich nicht in der Runde. Menschen bringen durch nichts den Göttern näher, als wenn sie Menschen glücklich machen. Oh. Und was ist nebendran? Marine. Marine! Und ein zusätzlicher Halsweg gekickt. Nur die Verwirklichung von Utopien. Gut, hat was. Hat was, ja. Stimmt. Hat effektiv was. No risk, no fun. Das funktioniert sogar. Yep, das funktioniert sogar sehr gut. Perfekt. Na, also Rebellion geschlagen. Yep. Haben wir nur noch die hier unten und dann ist schon fast vorbei. So, was haben wir denn hier oben noch so? Stuff. Stuff. Okay. Dann beseitigen wir hier oben noch die Ketzerei. Wir haben einen Spion, schau mal. Ah, wir haben den vierten Spion gekriegt, weil wir ins nächste Zeitalter. Auch noch, nice. Hä? Der ist in Kulta. Und hat in 564 Runden Informationen gesammelt. Ja, der Punkt ist auch, die sind uns unterlegen. Der hat dann nicht das ist Schwachsinn, geh da weg, geh da weg. Genau. Geh du mal nach Harar. Verteidigen, ja. Du hier. Ich glaube tatsächlich, dass Korea das einzige Land ist, bei dem wir groß was holen können. Oder eben, wer hat jetzt alles Freiheit? Wir könnten wirklich mal auch einen Diplomaten schicken. Aber wieso nicht? Und zwar schicken wir den doch zu dem, der das Ganze initiiert hat. Der da. Spaßvogel. Der hasst uns sowieso. Also nach Onodon Dingstongs. Onodon Dingstongs. Ja, perfekt. Onodo. No. Wo ist es denn? Da. Ono. Onondaga. Okay. Als Diplomat, ja? Probieren wir mal den Diplomat aus. So. Perfekt. Mach mal Propaganda, Kollege. Ja, genau. Ich möchte hier doch Stadt machen, weil ich hätte gern hier eine Burg. Obwohl, haben wir schon. Wir haben ja Neuschwanstein. Hm. Ja, Neuschwanstein. Museum in dem Fall.
sicher nicht verquer, wenn wir versuchen, das ein bisschen zu pushen. Haben wir eigentlich noch irgendeinen Künstler oder sowas in der Nähe? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles verbraucht. Okay. Und jetzt dabei so viel Unbeliebtheit kamen in letzter Zeit keine. Können wir irgendwas bauen? Ich kann ja auch hier oben mal durchscrollen. Können wir denn irgendwas Nützliches kaufen? Ja, das hier zum Beispiel. Markt. Markt wird gebaut in 5 Runden. Ist die Stadt an Handelsnetz angeschlossen? Ist sie nicht, also ist sie es ab jetzt. So. Okay. Gut. Und dann gebe ich noch in Auftrag, dass bitte automatisch Moscheen gebaut werden sollen und Pagoden. Oh wow. Ich würde mal sagen, Pagoden für die Beliebtheit. Haben wir mal ein bisschen was verbraucht? Cool. Ja. Wieso kostet es jetzt eigentlich mehr? Ja, es wird immer mehr, je weiter du fortschreitest im Zeitalter. Ah. Religionskosten. Ja. Oh Mann. So ganz nach dem Prinzip, um glauben zu können, muss man sein Wissen aufgeben. Genau. Luftfahrt. Gut, Luftfahrt. Können wir sonst gar nicht. Ah, lustig. Nee, da brauchen die Technologie jetzt. Ist ja geil. So, das Rebellionsproblem ist echt gelöst, da bin ich froh. Wir sollten wieder die Handelsrouten reetablieren. Sollten wir uns drum kümmern. Wir können 3 haben. Also noch 3 ja. Zusätzliche. Mache ich das jetzt dann gleich. Und nachher ist dann auch die letzte Runde, ne? Ah, okay. Also die nächste, dann kannst du noch alles machen. Und ja, sonst ist das wieder vergessen, bis wir wieder aufnehmen. Ja, eventuell kriegen wir sogar... zwar... Ja, jetzt steht er neben Addis Abeba, sehr klug. Die Maya wurden von Deutschland erobert. Die Maya, die oberen oder die... Oh! Okay. So. Gut, war eher absehbar, die waren die Schwächsten und... Ja, das war klar. Aber hat Deutschland nicht gewaltige Probleme mit der Zustimmung? Ah, hatte ich auch das Gefühl. Hey, wir sind wieder 0. Eigentlich könnten wir jetzt mit denen handeln. Sie sind so keine Gefahr mehr für uns, aber... Ja. Wir würden unsere Religion pushen bei denen. Ja, aber sie auch eher bei uns. Schon? Ein bisschen. Wahrscheinlich wird es nicht groß was machen, aber... Ah. Also wir kaufen Karawanen, neue die Karawane. Karawane ist jetzt, sieht jetzt wie ein Auto aus, ne? Yep. Nice. Na gut, 1964 ist vielleicht noch. Ja, es wird langsam Zeit. Banken. Regenerieren. Und. Gibt es eigentlich irgendein. Oben durch hat es kein Limit, oder schon? Was oben durch? Also zeitlich. Also, dass irgendwie 2050 ist fertig oder so. Ist normalerweise so, im Standardspiel doch. Ah doch, 2050. Ja. Ich weiß gar nicht, was haben wir eingestellt für Siegesbedingungen? Steht das hier? Weil wie gesagt, man kann das alles einstellen. Ach so. Ich meine, per Standard ist es 2050. Ha, geil. Okay, also ich habe das nicht gewusst, ich habe jetzt einfach irgendwas behauptet. Doch. Beziehungsweise es war so ein bisschen nach jetzt und 2500 wäre irgendwie zu grob lange, weil... Jetzt kriegen wir ja pro Runde ein Jahr oder so. Ja. Oder 2. Stimmt, wie viele Jahre vergehen pro Runde? Das muss ich jetzt nachher noch schauen. Ja, es wird nicht... Wir sind im Late Game. Hm. Allein schon wegen ihm hier. Was bei ihm interessant wird, Korea wird versuchen, einen Forschungssieg zu erringen. Der Forschungssieg funktioniert so, dass sie Weltraumteile bauen müssen, die zusammensetzen müssen und dann eine Rakete ins Weltall starten. Da haben sie gewonnen. Mhm. Jetzt ist aber natürlich die Frage, hat Korea denn überhaupt die Ressourcen, um so eine Rakete zu bauen?
Dafür braucht man nämlich Aluminium, Uran und so weiter und so fort. Mhm. Ist es gar nicht. Haben sie das? Wahrscheinlich haben sie es leider, weil so klein sind sie ja nicht. Wir haben es ziemlich sicher oder fast sicher per Garantie, so groß wie wir sind. Mhm. Ja. Demokratiegrafie, einfach, dass wir kurz mal einen Überblick haben. Na, wir sind, wir haben nicht die größte Bevölkerung, überhaupt nicht. Eben, also Bevölkerung ist das Einzige, wo er uns übelst auseinander nimmt. Wieso auch immer. So groß sind seine Städte. Wir haben schon eher kleine Städte, aber... Ja, okay. Okay. Ja gut, aber unsere afrikanischen sind jetzt alle da irgendwie über 10. Ja, die sind alle ordentlich, also. Gut, außer Awasa. Awasa, komm, wachs jetzt mal. Und sonst, ich meine, wir haben auch mehr Ernteertrag als ihr. Wie kann das sein? Wir haben mehr Ernteertrag, aber weniger... Ah, wir haben halt viel mehr Städte darum. Ja, eben. Das, ja. Darum, ja. Und wir sind halt riesig. Wir sind doppelt so groß wie der Durchschnitt. Mehr als doppelt so groß wie der Durchschnitt. Und ich meine, der Durchschnitt ist wahrscheinlich relativ... Deutschland wird groß sein. Ja. Da die Irokesen werden auch groß sein. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle eher klein. Soldaten hat er mehr, das ist uns egal. Also das halt... könnten wir nachbauen, wenn nötig. Schau mal hier. Jemand holt auf, jemand holt auf. Eben, so, so viel hinten dran sind wir gar nicht. Vielleicht, ja, das wird interessant, ob wir ihn einholen. Wir haben ja auch in letzter Zeit recht gepusht. Ja, ja, wir investieren unser Geld. Was sind das, vor 5, 6 Folgen war unser Ziel 1000 pro Runde, jetzt sind wir schon fast bei 2000. Ja, ja. Okay, 5, 6 nicht, aber... Der 5-Jahres-Plan hat funktioniert. Yes. Sehr schön. Juhu. Oh, gute Abwechslung. Ja, ja. Okay, ja. Damit war's das wieder. Genau. Also ihr seht, wir sind wieder in positiver Stimmung. Optimistisch in die Zukunft blickend und wollen demnächst eine Rakete bauen. Fast demnächst. Auf jeden Fall, falls ihr gucken wollt, ob irgendetwas Neues passiert oder ob wir einen Krieg beginnen oder ob wir vielleicht doch Korea bekehren oder ich weiß doch nicht. Wir wissen selber noch gar nicht, was wir jetzt als nächstes so Lustiges machen. Nein. Dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein. Also, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bis dann.